Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Brote, Brote, Brote. Wir sind in dieser dritten Staffel ja kulinarisch unterwegs, und zwar einmal um den Globus herum. Wir waren schon in, jetzt muss ich auch mal schwer nachdenken, wir waren schon in Vietnam, wir waren in Schweden, wir waren in England, wir waren in Brasilien und jetzt wird es ähnlich exotisch, denn wir gehen nach Finnland. Heute gibt es Porilainen. Porilainen, so heißt es. Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, wenn da draußen gerade Finnen zuschauen oder zuhören. Es tut mir sehr leid. Ich kann es nur so ablesen, wie es hier steht. Porilainen, und das soll es wirklich an jeder Ecke geben. Und die Hauptzutat, und das muss ich leider echt ablesen. Moment, die Hauptzutat ist Lauantamaikara. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen, wahrscheinlich spricht man es irgendwie Lauantamaikara oder so aus. Gemeint ist Bierschinken, und zwar sehr dicke Scheiben, die sind ungefähr, was soll ich sagen, ungefähr einen halben Zentimeter, nee, mehr sogar, teilweise auch ein bisschen mehr. Sagen wir mal 0,7 Zentimeter dick, die werden angebraten in der Pfanne und dann kommt da noch zu, ein bisschen was Knackiges, Salat, außerdem Zwiebeln, wir haben hier Zwiebelringe und eine super leckere Mischung aus Tomate, Senf und kleingeschnittenen Gewürzgürkchen. Das Ganze kommt auf Toast. Der toastet gerade. Deswegen geht's gleich weiter. Porilainen. Ich freue mich sehr darauf. Der Toast ist getoastet. Die Zwiebeln sind geschnitten. Und der Salat, den habe ich dazu gedichtet. Der kommt nicht in jedem Porilainen-Rezept vor, was man so im Internet findet. Aber ich finde, da gehört ein bisschen was Knackiges drauf. Sonst wäre es auch wirklich echt nur Brot und Fleisch. Und das fände ich jetzt persönlich ein bisschen schade. Also, der Salat ist die Basis. So, fertig. Nein, natürlich nicht. Wir müssen das hier noch ein bisschen durchrühren. Das ist, wie gesagt, Ketchup und Senf. Dazu die kleinen geschnittenen Würfel von Gewürzgurken. Ich meine, es wären 3 Stück gewesen. Das reicht auch eigentlich für die Menge. Kurz umrühren. Eigentlich kommen die Gurkenwürfelchen so auf das Brot. Ich finde es aber so viel praktischer, weil so bleibt das alles ein bisschen besser beisammen. Ach, herrlich. Sieht super aus. So bleibt das alles ein bisschen besser zusammen und die diese kleinen Gurkenwürfelchen fallen nicht beim Essen aus dem Brot raus. Das macht das Ganze viel cleverer. Außerdem, wenn wir das Brot so belegen, dass wir es relativ easy hier unten halten können, das heißt, wir legen eine Scheibe oben rein und dann ist eigentlich auch schon gut, dann ist das Ganze auch einfacher zu essen. So, jetzt kommt dieser Brökel und dann kommt dieser Brökel. So, und dann einen Brökel, den zerteilen wir noch. Machen wir besser hier drauf, damit die ganze Sorge nicht hier drauf landet. So, das machen wir jetzt folgendermaßen. So und so. So ist besser. So ist besser, jawohl. So, jetzt habe ich natürlich fettige Hände. Ich muss auch gestehen, dass ich vorher noch nie auf den Gedanken gekommen bin, Bierschinken mal anzubraten. Geschweige denn, ihn am Stück zu kaufen. Den kann man beim Metzger, beim gut sortierten, kriegt man das natürlich problemlos. Dicke Scheiben schneiden lassen, kann auch dünne Scheiben nehmen. Aber der Nachteil ist, die dünnen Scheiben, die braten in der Pfanne so schnell durch. Das ist dann auch wirklich ein bisschen zäh. Also das würde ich nicht machen. Ich habe es probiert. Man kann es essen, aber es ist dadurch unheimlich dröge, weil man sehr aufpassen muss. Die brauchen so ein bisschen Röstaromen, diese Bierschinkenscheiben, aber bei den dünnen Scheiben, also dem Bierschinken, den man als Aufschnitt kauft, das geht so schnell, da ist so schnell die Grenze zwischen Röstaroma und furztrocken, die ist ganz schnell erreicht. Also nehmt lieber die dicken Scheiben, ihr könnt es euch aufschneiden lassen beim Metzger, ist überhaupt kein Problem. Achso, Zwiebeln. Ich habe hier mal 1-2 Zwiebelwürfel vorbereitet.
Wie immer zu viel. In meinem Kopf geht jetzt schon der Gedanke, was mache ich mit diesen Zwiebelringen? So. Falls ihr der Meinung seid, dass dieses Rezept nicht unbedingt was für euch ist, weil ihr zum Beispiel keinen Bierschinken mögt oder generell lieber fleischlos euch ernährt, ist überhaupt kein Problem. Wir haben auf unserer Webseite brotebrotebrote.de haben wir ganz viele tolle Rezepte, die auch vegetarisch sind. Und vielleicht sind da auch welche bei ohne Bierschinken. Ich kann euch versprechen, das sind ganz viele ohne Bierschinken, weil wir Bierschinken benutzen, glaube ich, das allererste Mal. Ja. Also wie gesagt, brotebrotebrote.de oder wir haben sogar eine eigene Playlist auf Dailymotion, wo es nur um vegetarische Gerichte geht. Da könnt ihr, wie gesagt, auch mal vorbeischauen. Hinterlasst uns bitte gerne einen Kommentar, wenn ihr Rezept X oder Y mal ausprobiert habt und vielleicht einen Verbesserungsvorschlag habt oder so. Kann ja sein. Immer wieder gerne. So, das sollte, glaube ich, reichen, sonst passt es nicht mehr in den Mund. Zack. Zack. Fertig. Ich glaube, das ist das schnellste Gericht in der Sendung, was wir jemals gemacht haben. Sieht aber auch wahnsinnig fantastisch aus. Und allein diese Gurken-, Senf- und Ketchup-Mischung, die riecht so fantastisch gut, da könnte ich mich knapp reinlegen und drin baden, wenn die Schale ein bisschen größer wäre. Mal in die Kamera. Und mal in die Kamera. Porilainen aus Finnland. Ich freue mich drauf, das jetzt zu verputzen. Würde mich freuen, wenn ihr das mal nachmacht und wenn es euch geschmeckt hat, dann hinterlasst doch bitte einen entsprechenden Kommentar. Und es riecht wirklich extremst gut. So, ich habe jetzt Hunger. Macht's gut, bis nächste Woche. Dann verschlägt es uns, das verspreche ich euch jetzt schon mal, nach Asien und danach nach Spanien. Aber erstmal geht's nach Asien. Macht's gut, bis nächste Woche. Guten Appetit.